meinem Zuhause, wo auch sonst. War gerade eine Runde spazieren, muss jetzt aber noch so einiges schaffen. Deswegen, damit mein Vlog, quasi der letzte Vlog, online geht, das muss ich jetzt das Video schneiden. War heute mal wieder in der Drogerie und dachte, ich zeige euch das, bevor ich es verräume. Und ich habe einen Brief bekommen von einer lieben Freundin, die hat sich ein paar Tops bei Hasimausi, also H&M, bestellt. Und sie mag keinen V-Ausschnitt. Und ich mag V-Ausschnitt am liebsten. Und ja, sie könnten... Ja, es ist eine Größe M. Und das ist so ein Set gewesen von H&M in 5 verschiedenen Farben. Wir haben Weiß, Rosa, also wirklich nicht getragen. Was das für eine Farbe ist, weiß ich tatsächlich gar nicht. So ein heller Beige-Ton, ein dunklerer Beige-Ton, aber alles so kühle Farben tatsächlich. Und Black is Beautiful, also 5 neue Tops. Ich muss mal schauen, ob ich sie alle trage. Farblich rosa und ich, das passiert nicht so häufig, aber manchmal, warum nicht? Genau. Dann war ich in der Drogerie und habe ein paar Kleinigkeiten gekauft. Einmal eine Geschenktüte, weil ich jetzt meine letzte verwendet habe. Wie immer, Oatly Haferdrink. Und ich habe darauf geachtet, dass ich 20 Euro erreiche. Also ich habe dann tatsächlich noch Beauty Augenpads, aber leider die falschen. Ich weiß gar nicht, wieso ich das nicht gesehen habe, weil Blau und Gold ist ja doch was anderes. Aber gut, mit Ceramiden, Hyaluron und Zauberstrauch. Die besten sind tatsächlich die blauen. Das ist so. Aber die habe ich noch mitgenommen, damit ich die 20 Euro voll mache, um die 15-fach Punkte zu bekommen. Ja, so ist das bei Payback. Dann habe ich Backhefe mitgenommen, Trockenhefe, weil das manchmal in so schnellen Brotrezepten verlangt wird. Und das habe ich nie da. Jetzt habe ich es mal da, wenn ich da mal wieder Bock drauf habe. Dann habe ich mitgenommen hier von Forsch Creme Spa Ruhe und Entspannung mit natürlichen Ölen. Ein Raumerfrischer. Ehrlich gesagt habe ich das mitgenommen, weil ich das sehr günstig fand für 5 Euro. Und das sieht auch tatsächlich sehr sleek und unaufgeregt aus. Sowas mag ich ja immer ganz gerne. Und ich war sehr gespannt, ob das was kann, weil ich kaufe ja sonst immer Ipuro oder Lambeger. Oh ja, das riecht tatsächlich sehr schön. Braucht man wahrscheinlich nur 20 Stunden, bis man die Flüssigkeit da drin hat. Genau, ich hatte mir halt einfach einen frischen Duft gewünscht fürs Schlafzimmer. Einfach, weil ich da so krasse Düfte nicht mag. Ich hatte eine Weile, hatte ich mal Lavendel von Ipuro. Kann ich aber nicht mehr riechen. Das ist tatsächlich so ein Duft, der mir auf die Nerven geht mit der Zeit. Genau, und weil das hier so schön minimalistisch war und nur 5 Euro gekostet hat, dachte ich mir, komm Melanie, in dem großen Ipuro-Spender sind 100 Milliliter drin, der kostet 10 Euro. Also 10 Milliliter weniger, dafür 5 Euro günstiger. Also damit kann ich leben. Ich bin natürlich mal gespannt, wie lange man von dem Duft hat. Bei Ipuro ist das so genau wie bei Lambeger, wenn die Hälfte der Flüssigkeit verdunstet ist, dann... mache ich in der Regel, fülle ich nochmal mit Wasser auf. Genau, also nochmal die Hälfte der Flüssigkeit nochmal mit Wasser auffüllen. Ja, schauen wir mal. Und so sieht's aus. Schlicht und ergreifend. Und ja, das riecht einfach nur frisch, nichts Besonderes. Also das Ipuro Cotton Fields gefällt mir besser. Aber gut, das ist jetzt so. Dann habe ich mitgenommen, weil ich wieder ein bisschen Probleme mit dem Zahnfleisch habe, von Meridol, meine Zahnfleischschutz-Zahncreme. Das ist die einzige, die bei mir funktioniert. Ich habe sehr, sehr schnell Zahnfleischbluten. Das liegt daran, dass mir irgendwann mal der gesamte Oberkiefer überkront wurde, weil ich einen Zahnschiefstand habe. Das heißt, normalerweise beißt der Kiefer so zusammen. Und bei mir beißen die Zähne so. Und dadurch wurden die Zähne ein bisschen nach vorne gezogen. Und es ist hier oben alles verkront. Und da wurde sehr viel von meinem Zahnfleisch beschädigt. Und das ist nie wieder richtig gut geworden. Also einmal Probleme mit dem Zahnfleisch, im Zweifel immer. Genau, deswegen habe ich die jetzt mal wieder mitgenommen.
Und Pflaster habe ich mitgenommen. Ich muss tatsächlich mein Picking in den Griff bekommen, dieses Knibbeln, dieses nervöse Knibbeln. Das ist so schlimm geworden. Habe ich mir überlegt, dann halt Bepanthen oder eine andere Handcreme auf die Stellen, die halt besonders trocken und angreifbar sind, dass ich da was drüber kleben kann, damit ich da nicht wieder knibbel, damit ich halt bereinige, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Das brauchte ich unbedingt, weil mein Balea Med ultrasensitiv Gesichtswasser ist jetzt tatsächlich fast leer. Meinen Carmex Lippenpflege habe ich verloren. Das passiert manchmal. Finde ich wahrscheinlich, wenn ich das jetzt aufmache, irgendwo in der Handtasche wieder. Aber ich habe alle Handtaschen durchgeguckt und es ist einfach die beste Lippenpflege aus der Drogerie. Ich finde die überragend. Und da ich im Moment wieder so ein bisschen kaputte Lippen habe, die ist einfach so reichhaltig. Richtig, richtig toll. Also mega, mega Empfehlung. Und ja, etwas nicht tierversuchsfreies habe ich mitgenommen. Und zwar von Glisskur, diese SOS-Intensivkur für meine Haare. Es wird langsam besser. Also ich habe schon ganz viel weggeschnitten zwischendurch von den kaputten Haaren. Teilweise haben sie sich ja tatsächlich in den Längen gesplisst. Also die Haare haben sich in den Längen aufgespalten. Also die Schuppenschicht hat sich geöffnet. Die Haare sind so weggegangen. Ganz schlimm. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich habe es jetzt tatsächlich ganz häufig von Olaplex-Kunden gehört. Manche lieben das, schwören total drauf. Ich fand es am Anfang richtig, richtig gut, sonst hätte ich es auch nicht mit in meine Favoriten genommen. Aber inzwischen absolute Katastrophe. Ich würde es auch nicht mehr benutzen. Man soll es nicht mit Keratin verwenden. Und das habe ich auch nicht gemacht. Rede ich mir zumindest ein. Weil ich habe überall mal nachgeschaut in den Inhaltsstoffen, die Produkte, die ich damit verwendet habe. Das Einzige, was ein bisschen problematisch hätte sein können, wäre das Balea Haarspray. Aber das habe ich halt auch nicht so viel genommen. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn ich mir das so ein bisschen... Aber gut, man weiß es nicht. Es wird langsam besser, aber die sind immer noch sehr, sehr, sehr trocken und splissen sich immer wieder auf. Und ich hänge eigentlich ständig... wenn ich zu Hause bin, gucke ich immer, ach guck, halt das fest, gehe an meine Haarschneideschere, schneide die kaputte Spitze ab. Einfach damit die Haare gesund nachwachsen. Sie sehen jetzt nicht mehr so übel aus wie noch vor 2 Wochen. Also ich habe schon viel gemacht, aber die finde ich tatsächlich sehr gut. Und sobald die Haare wieder repariert sind, gehe ich auch wieder auf andere Haarpflege. Aber ich kann es jetzt tatsächlich einfach nicht ändern. Das ist mir nicht wert, dass ich die kurz schneiden muss. Auch wenn mir das immer wieder empfohlen wird, weil es ja angeblich so schön aussehen würde. Aber ich möchte keinen Bob. So ist es. Ja, jetzt kann ich die Sachen eben wegräumen und werde gleich tatsächlich auch direkt eine Haarkur machen. Hier steht, dass man die eine Minute einwirken lassen soll. Das mache ich nicht. Ich lasse die deutlich länger einwirken. Und da auch nochmal ein Tipp von mir. Wenn ihr Haare wascht, wirklich Shampoo in den Fingern aufschäumen, nicht in den Haaren einschäumen, in den Fingern so ein bisschen aufschäumen und das Shampoo an den Ansatz aufbringen. Ihr braucht kein Shampoo in den Längen und Spitzen, weil in der Regel, also wenn ihr euch regelmäßig die Haare wascht, ne? Wenn ihr natürlich nur einmal im Monat die Haare wascht, ist das wahrscheinlich was anderes, aber die Haarlängen sind in der Regel nicht dreckig und selbst wenn, wenn ihr das ausspült, spült ihr das raus und das Shampoo ist ja nicht der einzige Schritt. Und wenn ihr eine Haarkur verwendet, trocknet die Haare vorher vorsichtig ab. Nehmt am besten Mikrofasertuch, Baumwolltuch, halt nichts, das super rau ist. Und macht nicht den hier mit Handtüchern. Wenn ihr normale Handtücher verwendet, nehmt die Haare hoch und trocknet sie so aus. Reißt da nicht dran rum. Und einmal kurz frottieren, also dass die Haare ein bisschen angetrocknet sind, nicht mehr triefend nass sind. Dann die Haarkur drauf und am besten dann, auch wenn ihr die Haarkur länger einwirken lasst, die Haare feucht halten, also einen Haarturban verwenden oder ein Handtuch drum wickeln. Und wenn ihr das ausspült, hinterher bitte unbedingt noch einen Conditioner verwenden, denn durch den Conditioner schließt sich die Schuppenschicht wieder. Genau. Ja, das werde ich jetzt gleich machen und ich habe mega, mega Hunger. Und muss ja auch noch ein bisschen aufräumen, denn ich kriege morgen Besuch. Ich freue mich. Und freue mich auf einen ganz tollen Tag.
Und da möchte ich natürlich, dass hier alles fresh and clean ist. Und ja, genau, so wird's gemacht. Jetzt gibt's Abendessen. Einmal ein koffeinfreier Cappuccino. Dann habe ich hier einen Hüttenkäsesalat mit sauren Gurken, Paprika, Tomate. Saure Gurken, Paprika, Tomate und Hüttenkäse. Ich glaube, das war's, genau. Und ein Dinkelbrötchen mit Spiegelei, etwas Parmesan und eins mit Ziegenkäse. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Fit of the day. Beige Rolli, beige Hose, schwarze Schüchchen, schwarzer Mantel. Nichts Besonderes, meine Lieblingshose von Zara. Und ja, so mache ich mich jetzt auf den Weg zur Arbeit. Wieder minimal Make-up, also so gut wie gar nichts. Ein bisschen getönte Tagescreme. Beziehungsweise Tinted Serum von Typology. Bisschen Rosa, bisschen Wimperntusche. This is it and now I drive to work. Gestern habe ich noch Pakete geschnürt zum Verkaufen. Das sieht mir noch echt ein bisschen wild aus. Die muss ich noch, das hier ist schon weg. Ein paar Sachen muss ich noch einstellen. Genau. Und hoffe, das geht alles weg, damit ich mir da keinen Kopf mehr machen muss. Genau. Outfit of the day. Heute mal ein bisschen mehr Make-up, habe auch mal wieder ein bisschen Lidschatten aufgebracht und trage heute ein Kleid. Genau, das habe ich mal bei ASOS oder Zalando, das weiß ich nicht mehr, geshoppt. Ewig nicht mehr angehabt. Ich mag diese Wickeloptik hier tatsächlich. Das sieht ganz hübsch aus, macht ein ganz hübsches Dekolleté und so ein paar Sock-Boots, Stiefel. Ja, da kommt jetzt noch ein Mantel drüber. Und dann mache ich mich auf den Weg zur Arbeit. Ich habe nämlich heute Abend noch einen Termin ohne Verabredung. Von daher, ja, treffe mich mit meiner Besten. Ich freue mich. Of the day mit minimal Make-up, wie man sieht. Beide Schwanz. Heute mal wieder in hell. Diesen Pulli habe ich mal bei Primark gekauft. Ich kann da 10 Mal reingehen und finde vielleicht mal ein Teil. Und wenn ich mehr Teile kaufe im Schnitt, in der Regel landet es nach 2-3 Wäschen im Müll. Aber der ist wirklich richtig schön. Meine Lieblingshose von Zara, die ich in mehreren Farben habe. Und diese Esprit. Ich glaube, manche nennen die Basketballspiele. Sind es natürlich nicht, ne? Sind normale Freizeitschuhe. Genau, und so mache ich mich jetzt auf den Weg zur Arbeit. Zerstört bin ich wieder zu Hause angekommen. Ich war gerade beim Sport und sehe aus, also ich bin echt kiesig. Wahnsinn. Irgendwie muss ich noch was mit Selbstbräuner machen, bevor es wärmer wird. Ja, also ich hatte natürlich vernünftige Sportschuhe an, nicht meine Basketballschuhe. Das sind keine Basketballschuhe von heute Morgen. Ich liebe diese Hose. Die ist einfach so, so, so gut. Also die macht wirklich, die hält alles fest, selbst weiches Bindegewebe. Da zeichnet sich nichts ab. Ist immer in meiner Amazon-Storefront unter Fashion oder Sport. Ich weiß nicht, da müsst ihr mal gucken. Verlinkt, die ist nicht teuer und wirklich Support, Support. Ja, und jetzt werde ich mir ein bisschen Brot machen, oder? Wollen wir noch eben zusammen? Das können wir eigentlich machen. Sieht zwar nicht mehr so fresh aus, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Ich glaube, wir könnten spitzenmäßig mal eben zusammen eine Glossybox auspacken. Die kam nämlich, ich packe euch mal eben auf meinen Tripod. Ich habe gerade noch einen Spaziergang gemacht hinterher zum Auslaufen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hasse Ausdauersport. Ich hasse es, vor allem im Fitnessstudio. Und mein Fahrrad ist unten im Keller so fest eingebaut in Laminat und dem ganzen anderen Kram, der dazugehört. Oh, ich habe mir auf den Laptop gesetzt, auch nicht gut. Dass ich da jetzt nicht dran gekommen bin heute Morgen. So schnell, das werde ich aber dieses Wochenende auch noch lösen. Ich werde auch immer wieder gefragt, Melanie, was ist mit deinem Pedelec? Nutzt du das viel? Ich habe es, seit ich es für den Winterschlaf eingemuttet habe, nicht mehr benutzt. Aber bin natürlich voller, also ich stecke voller Elan. Sport war heute im Übrigen ganz cool. Ich habe natürlich
Bestleistungen kann man da nicht erwarten nach so langer Zeit. Ich war einmal in diesem Jahr, ich habe gerade nochmal geschaut, einmal, ich hatte es mir zweimal vorgenommen oder mehrfach auch, aber zweimal fest im Kopf, aber einmal war ich da nur. Und im letzten Jahr, die letzten, ich glaube seit September, Mitte, Ende September, nicht ein einziges Mal. Also das ist schon im letzten Jahr dann ab September bis einmal im Jahr. Also ich war jetzt das zweite Mal seit einem halben Jahr. Machen wir uns nichts vor, dass man da nicht Bestleistungen erwarten kann, ist ja klar. Und ja, ich habe eine Glossybox bekommen, die sehr, sehr, sehr hübsch aussieht. For You steht drauf. Also ich finde das Design sehr schön. Ich mag diese Aprikofarben sehr gerne und dieses rauchige, neutrale gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Aber bei der Glossybox geht es natürlich nicht in erster Linie darum, wie die Box aussieht. Also von mir aus könnte sie auch immer rosa sein, dass man nicht immer etwas Neues auf den Markt schmeißt. Aber ich bin fein, wartet. Ich hole mir mal eben mein Handy. Weil wir wollen ja sehen, was die Produkte für einen Wert haben. Und das Glossy Magazin war früher ein Heftchen. Hier habt ihr jetzt eine DIN A4, DIN A5 Seite, nicht DIN A4. Und ja, wartet. Das ist die Muttertags Limited Edition. Okay, das wusste ich auch nicht. Ja, das ist sie, die Muttertags Limited Edition. So, und wir starten mit einem Lipid Lip Fluid von Barbour. Das ist ein Lippen... Wow-Effekt garantiert, dieses Lip Fluid lässt dein Beauty-Herz höher schlagen und sorgt für fruchtig frische Looks. Es ist ein absolutes Must-Have in jeder Kosmetiktasche, welches dir dank Pfirsichkernöl und eines Extrakts aus dem blauen Seekohl verführerisch weiche Lippen schenkt. Freu dich auf eine der beiden Nuancen in deiner Box. Wir haben einmal so einen Rosenholzton und einmal einen Pinkton. Bei meinem Glück ist es wieder pink. Ja, und genau das ist es. Also leider gar nicht meine Farbe. Finde ich sehr schade. Ich finde, man könnte auch mal ein bisschen neutralere Farben nutzen. Nun gut, aber was ist neutral? Für jeden Menschen ist neutral was anderes. Der ist auf jeden Fall dabei und hat einen Wert von 19 Euro, 18,90 Euro. Der ist dabei. Weiter geht's. Wir haben dabei von I Want You Naked, ich will dich nackt, ein Aromatherapie-Spray. Originalgröße für 20 Euro. Lass den Alltag kurz hinter dir und verweile im Moment dank dieses zauberhaften Sprays. Seine feine Formel aus reinem ätherischen Mandarinen- und Lorbeeröl wirkt harmonisierend und stimmungsaufhellend. Die Mischung aus Kopf- und Herzennoten hilft loszulassen, hebt die Stimmung und verleiht positive Energie sowie heitere Gelassenheit. Anwendung: bei Bedarf einige Pumpstöße in die Luft oder auf die Handgelenke sprühen und kurz durchatmen. Das testen wir doch direkt. Und das riecht wirklich, das riecht ganz, 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 ganz toll. Wow, das ist toll. Aromatherapie-Spray. Sprüht man sich das sonst auf die? Ich weiß nicht, ob ich immer so riechen wollen würde. Aber der Duft, der ist wirklich schön. Also Aromatherapie, verstehe. Dann haben wir von Ina Maska eine Mascara, eine Full-Size 10 ml mit einem Wert von 24 Euro. Mascara Raven. Achtung, hier kommt der perfekte Augenaufschlag aus der Tube. Die tiefschwarze Formel dieser Mascara verdichtet und verlängert deine Wimpern und verleiht den feinen Härchen unwiderstehliches Volumen. Ihre speziell entwickelte Bürste entwickelt die maximale Kontrolle und erfasst jede Wimper vom Ansatz an für größere, schwungvollere Ergebnisse. Ich kann die jetzt aufmachen, ist übrigens tierversuchsfrei. Warum bislang alle Produkte? Ich sehe aber gerade, was das nicht tierversuchsfrei ist. Das ist ein... Ja, was bist du eigentlich? Es hat weiche Borsten, also es ist kein Plastik. Also die Fasern sind trotzdem aus Plastik, ist klar, es ist keine Naturhaarbürste, aber die Form wirkt vielversprechend. Werde ich auf jeden Fall benutzen. Meine Mascara, ich habe noch ein paar Mascaras, die sind ja gerne mal in so Boxen drin.
Von Ila Maske habe ich so ganz viel noch nicht getestet. 24 Euro. Und irgendwie den Mix finde ich wieder richtig cool, dass man Lippen- und ein Augenprodukt dabei hat. Das finde ich ganz schön in so einer Muttertagsbox. Ja, dann haben wir wieder eins von diesen verrückten Avant-Produkten, die angeblich 1 Million Euro kosten. 30 Milliliter für 107 Euro. Ganz ehrlich, normal ist das nicht. Collagen Intense Radiance Activator Serum. Ich habe noch nie von jemandem, ich gucke ja doch hin und wieder mal YouTube-Videos und auch Beauty-Videos, ich habe noch nie gehört, dass jemand von Avant, weil er so glücklich und zufrieden mit den Produkten war, ein teures Produkt irgendwo online bestellt, nachbestellt hätte, weil er so zufrieden mit diesem Boxenprodukt war. Ich kenne Avant nur aus Boxen. Die Preise, die dabei stehen, finde ich fragwürdig. Dieses tierversuchsfreie Serum überzeugt mit einer einzigartigen Formulierung, angereichert mit Kollagen, Lecithin sowie weiteren leistungsstarken Wirkstoffen, verbessert es die Elastizität deiner Haut und hilft, das Erscheinungsbild feiner Linien und Fältchen zu reduzieren. Darüber hinaus spendet das Serum Feuchtigkeit und beruhigt, schützt sowie repariert die Haut. Freu dich auf einen rundum gesunden, strahlenden und weichen Teint. Genau, das ist dabei. Das bringt natürlich den Wert der Box extrem nach vorne. Auch wenn ich glaube, dass niemand das für das Geld kaufen würde. Dann von Peter Thomas Roth eine Cucumber-Gel-Maske. Also Gurken-Gel-Maske. Ja, man sieht, ich bin ein bisschen fleckig vom Sport, hab geschwitzt. Dieses ultrasanfte Gel hilft, trockene, gereizte Haut zu beruhigen, zu hydratisieren und zu entgiften. Gurkenextrakt nährt deine Haut und versorgt sie mit wertvoller Feuchtigkeit, besänftigt und wirkt entschlackend. In der Haut steckt keine Schlacke, im Menschen. Menschen haben keine Schlacke. Und wirkt entschlackend. Entschlackend Papaya-Extrakt hilft, das Erscheinungsbild von Rötungen und Irritationen zu mildern. Die Originalgröße hat 150 Milliliter und kostet 57 Euro. Das hier ist so eine kleine Mini-Größe mit 14 Milliliter. Und ja, hat dann ungefähr einen Wert von 5,50 Euro. Genau, das ist dabei. Das werde ich auf jeden Fall mal testen. Dann haben wir ein Parfüm. Warte, das packe ich mal eben aus, das ist in Folie. Wir haben hier ein Parfüm von Carline Salin Belle Icon Eau de Parfum. Das ist diese Flasche, die sieht sehr, sehr altbacken aus, das heißt aber nichts. Dieser Duft ist eine einzigartige Kombination aus extravaganten und luxuriösen Noten, die dich verführen werden. Der schöne dunkelrote Farbton vom Etikett oder was, also okay, und der fantastische Duft erzeugen ein Gefühl von Kontrast und Exklusivität, die du förmlich auf der Haut spüren kannst. Die süßen Gourmand-Noten und die floral-holzige Komposition schaffen eine inspirierende Erfahrung mit strahlender Eleganz. Ist immer witzig, wie diese Düfte beschrieben werden, ne? Aber ich könnte es tatsächlich nicht besser. Das Produkt hat 60 Milliliter und kostet 5,99 Euro. Das ist nicht teuer. Belle Icon soll das dann ein Duftzwilling zu La Vie Belle sein? Ich weiß es nicht. Ja, es riecht tatsächlich ganz nett. Also das ist nicht zu süß, nicht zu blumig, also gar nicht süß, auch nicht zu blumig. Auch wenn hier steht Floral-Oriental, Safran, Jasmin und Cedarwood. Also ich mag tatsächlich Cedarwood in meinen Parfüms auch sehr gern. Also das finde ich nicht schlecht, muss man tatsächlich mal auf dem Körper tragen. Ist auf jeden Fall eine große Flasche für wenig Geld. Muss man wahrscheinlich mal schauen, wie sich der Duft dann entwickelt nach einer gewissen Zeit. Mal eben die Nase putzen. Weiter geht es mit einer Aromapflegedusche. Du bist wunderbar von Kneipp. Kneipp ist auch tierversuchsfrei. Vegan weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall tierversuchsfrei. Für dich schon am Morgen ganz wunderbar dank dieser Aromapflegedusche mit wertvollen Extrakt aus Granatapfel und Kakao. Ihre pflanzliche Pflegeformel verbessert das Hautgefühl, während du nach dem Duschen bewährt das hauteigene Mikrobiom und verbessert das Hautgefühl während und nach dem Duschen, bewahrt das hauteigene Mikrobiom und sorgt für ein zartes sowie geschmeidiges Hautgefühl. Die Flasche ist in Originalgröße für 3,99 € zu kaufen und das stimmt. Und das duftet sehr schön. Da freue ich mich.
freue ich mich schon drauf. Das riecht wirklich gut. Ja, Kneippprodukte sind tatsächlich, mag ich ganz gerne. Dann haben wir hier mal wieder von Blossom & Blossom eine Handcreme, Age Defining Hand Cream. Ich glaube, ich habe jetzt 3 davon hier rumfliegen. Und das ist eine Originalgröße mit 15 ml für 6,34 Euro. Die Pflegewirkung ist für mich bei der Größe keine 6,34 Euro wert. Weil, wie gesagt, ich habe schon ein paar davon hier. Und dann haben wir noch Golden Tan Maximizer, One Month Tan Prolonging von Lancaster, nicht tierversuchsfrei. Hier kommt das ideale Produkt für eine langanhaltende Bräune, die vegan formulierte After Sun Lotion mit Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs wie dem Boriti-Öl intensiviert die Melaninproduktion für deine schönste goldene Bräune. Ich muss da tatsächlich sehr vorsichtig sein mit solchen Produkten. Hier sind 50 ml drin, das Originalprodukt hat 125 ml und kostet 34,50 Euro. Dadurch, ich erzähle ja immer mal wieder von meinen Sonnenschäden, das heißt, meine Melaninproduktion läuft immer auf Hochtouren. Auch hier diese Narben, alles vernarbt bei mir immer farbig und braun. Es sieht immer aus, als hätte ich einen blauen Fleck, aber nein, das vernarbt bei mir einfach so. Und genau, wenn ich irgendwelche Sonnenschäden habe, die werden bei mir auch immer gleich braun. Ich muss bei mir sehr vorsichtig sein und am besten der Sonne fernbleiben, beziehungsweise ganz, ganz, ganz viel Lichtschutzfaktor nutzen, damit ich mein Hautbild nicht verschlimmere. Genau, mein Lieblingsprodukt, das war es im Übrigen, die Box ist leer. Mein Lieblingsprodukt aus dieser Box ist auf jeden Fall das Aromatherapie-Spray, finde ich interessant. Das Duschgel finde ich interessant, die Mascara finde ich interessant. Flop-Produkt, aber da, ja, das. Und weil ich einfach affig finde, wie teuer die sind. Ich habe schon das ein oder andere Produkt von Avance so ein bisschen benutzt. Also die sind jetzt nicht super schlecht. Aber ich kann einfach den Preis nicht nachvollziehen. Also selbst wenn ich so eine Lotion hatte ich auch mal eine Weile angewendet, also aufgebraucht. Habe einfach den, also ich frage mich, wo dieser krasse Effekt ist. Ich finde einfach den Preis verrückt. Genau, also das hier sind meine Top-Produkte. Und die beiden sind so ein bisschen floppy. Und ich finde es schade, dass wieder diese Handcreme drin ist. Jetzt, wie gesagt, die dritte. Aber ihr könnt mir ja mal sagen, was eure Favoritenprodukte sind. Würde mich sehr interessieren. Und ja, ich werde jetzt hier die Sachen wegräumen. Und dann werde ich mir was zu essen machen, denn ich habe mega, mega Hunger. Und ja, so ist das. Noch ungeschminkt, aber es klingelte gerade an der Tür und ich habe ein paar Sachen bestellt für einen anstehenden Trip. Und naja, allgemein, weil ich ein bisschen frischen Wind in meinem Kleiderschrank haben will. Und es ist dieser verrückte Cost-Jumpsuit in einem dunklen Blau. Finde ich richtig cool. Wie gesagt, Jumpsuit. Ich dachte, es sieht auf den ersten Blick aus wie ein Kleid. Ein sehr, sehr schlichtes Kleid mit einem geraden U-Boot-Halsausschnitt. Ganz, ganz weit und gemütlich geschnitten. Es ist 91% Baumwolle, 9% Elastan und hat Taschen. Und ich glaube, ich finde den richtig cool. Sagt mir mal eure Meinung. Man sieht jetzt tatsächlich in dem Licht nicht so cool, dass er blau ist. Ich gehe mal mit euch in mein Wohnzimmer ins Licht. Da sieht man es ein bisschen mehr. Also wirklich sehr, sehr angenehmer Stoff, diese Riesenschleife, finde ich natürlich auch mega, mega cool. Der ist jetzt nicht ganz billig mit 100 Euro. Wie gesagt, von COS, das ist eine Tochter von H&M. Und den zusammen mit entweder, kann ich hier mal anziehen, so Schläppchen, wie sowas. Muss ja gar nicht schwarz sein, wir nehmen mal beige. Oder vielleicht auch mit so solchen Tüchern. Das schaue ich mir mal eben an, beziehungsweise zeige euch das. Ich habe so schön ausgemistet, mein Kleiderschrank, mein Schuhschrank. Ich bin wirklich richtig happy mit der Auswahl, die ich hier noch habe. Ja, also sehr, sehr cool. Ich glaube, mit Schläppchen oder mit so schlichten Sneakern finde ich die, glaube ich, noch cooler. Sagt mir mal eure Meinung. Ist wirklich einfach nur weit, hat Taschen, die Riesenschleife, sehr viel Spielraum,
sehr luftiges Material. Ich dachte auf den Bildern erst, es wäre sehr steif und fest, aber nein. Wirklich tolles Teil. Was sagt ihr? Hallo, ich bin nicht nackt. Ich habe so einen Tube-Top an. Und ich wurde letztens, als meine Typology-Bestellung angekommen ist, alles selbst gekauft, wurde ich gebeten, dass ich mal zeige, wie ich denn mein Make-up mache. Ich habe das schon mehrfach gezeigt und es ist jetzt kein, es ist nur ein schneller Look. Ihr seht, ich habe hier, weil die Typology Foundation oder das Tinted Serum hat ja eine sehr, sehr leichte Deckkraft. Und ja, ich versuche gerade meine Knibbelstellen so ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen, indem ich sie abtape. Genau, also dieser Bereich und dieser Bereich haben halt Sonnenschäden. Die tauchen da bei mir am häufigsten auf, beziehungsweise sind halt einfach da, weil ich früher kein Make-up verwendet habe und die decke ich vorher ab. Also Sachen, die ich abdecken möchte, werde ich damit nicht abgedeckt bekommen. Aber ich benutze dann diesen True Skin Concealer und trage mir den auf diese Stellen auf. Und in der Regel gehe ich auch nur einmal in den Concealer rein. Und blende das dann vorher schon mal ein. So funktioniert das für mich am besten. Und nutzt immer einen angefeuchteten Beauty-Schwamm. Dann arbeitet ihr das einfach viel schöner in die Haut ein. Und seht ihr, diese Sonnenschäden verschwinden. Die sind jetzt auch nicht super dunkel, aber sie sind halt da und sie nerven mich. Und zack, sind sie weg. Genau. Und dann mache ich in der Regel meine Foundation bzw. das Tinted Serum. Ich schüttel das vorher, damit sich die Pigmente schön mit den Flüssigkeiten vermischen. Und dann nehme ich zwei Pumphübe. Im Moment nehme ich tatsächlich hauptsächlich die dunkle, weil die helle mir langsam ausgeht und ich habe ein bisschen Selbstbräuner drauf. Da brauche ich die nicht unbedingt. Also zwei Pumpstöße und dann verteile ich mir das schon mal grob im Gesicht, weil die Konsistenz ist sehr runny, also sehr dünn. Und der Schwamm würde das einfach alles komplett wegfressen. Nicht komplett, aber schon viel. Und ja, verteile mir das nur schon mal so ein bisschen grob im Gesicht. Anderthalb Pumphübe würden auch reichen, aber ich blende auch gerne so ein bisschen den Hals runter, das zeige ich euch. So, ich gehe jetzt zuerst mit dem Schwamm in das Restmaterial, es ist nicht mehr viel, nicht mehr flüssig und dann verteile ich mir das im Gesicht. Ich hatte mir so einen ganz dunklen Concealer mitbestellt, weil ich einfach mal gucken wollte. Ich bin ja mit dem Concealer sehr gut zufrieden. Ich versuche im Übrigen die Augen immer so ein bisschen auszulassen, wenn ich das Tinted Serum auftrage. Einfach weil ich halt nicht mehr die Jüngste bin mit Mitte 40. Und da muss man nicht so viel Produkt unter den Augen haben. Ich finde, das trägt dann einfach nur auf und kriecht am Ende in die Fältchen. Und der Concealer von Typology ist großartig. Da muss man nicht... Ihr versteht schon, was ich meine. Der deckt gut genug ab. Also der ist nicht so dünn wie das Tinted Serum. Und sieht dann alles ein bisschen... Ja, man muss nicht so viel Produkt benutzen, genau. Ich zeige euch auch gleich mal, wie wenig Produkt man benutzen muss. Das finde ich im Übrigen immer schade. Ich habe mir die Augenbrauen machen lassen, jetzt schon mehrfach. Und natürlich, wenn ihr mit Foundation darüber geht, dann deckt ihr die ein bisschen ab. Ich habe den Trick noch nicht raus, wie man das optimal umgehen kann, ohne dass man hinterher so Balken um die Augenbrauen hat. Deswegen gehe ich mit dem Tinted Serum einfach immer drüber. Und ihr seht, es gibt jetzt keinen Rand, wenn man das einfach nur so ein bisschen nach unten ausstreicht. Wie gesagt, ich habe aber auch ein bisschen Selbstbräuner drauf. Ich benutze da total gerne den von Beauty Mates, weil den kann man auch super in die Foundation beziehungsweise in die Foundation, in die Body Lotion mit reinmischen. Und der ist schön leicht und sieht nicht so künstlich aus und man riecht nicht tagelang nach Brathähnchen. Genau, das haben wir jetzt alles
ganz gut eingeblendet. Und ihr seht, ich habe mir hier ein bisschen zu sehr in die Haare reingeblendet. Das mag ich nicht. Das putze ich immer weg. Kann man natürlich auch vorher ein bisschen aufpassen. Aufgrund meines Olaplex-Unfalls habe ich sehr, sehr viele Babyhaare, sehr viel abgebrochen. Sehr viel wächst jetzt nach und ich bin eigentlich immer mit Haarspray zugange und ich versuche so wenig wie möglich Hitze an meine Haare zu lassen, damit die sich erholen. Und jedes Mal, wenn ich ein gesplitztes Haar sehe, zack, wird das abgeschnitten, damit es gesund nachwachsen kann. Mal gucken, wie lange das brauchen wird, bis ich das wieder in den Griff bekommen habe. So, das war das. Dann nehme ich Concealer und da mische ich immer zwei Farben. Ich habe die Nummer 1 und die Nummer 2. Das mache ich normalerweise auch mit der Foundation. Und ich zeige euch mal, wie unglaublich wenig ihr davon braucht. Die Foundation kostet im Übrigen 25 Euro. Der Concealer kostet je Tube, ich glaube, 19 oder 20. Und ich nehme gleich viel. So, das ist nichts. Also wirklich nur einmal gedrückt und dann nicht mal ein erbsengroßes Stück. Sagen wir einfach mal so viel wie ein Reiskorn vielleicht. Und dasselbe auch nochmal mit dem Hellen, weil ich halt diesen leicht aufhellenden Effekt unter den Augen gerne mag. Und das ist es. Mehr ist es gar nicht. Und den mixe ich mir jetzt, dass wir das schön durchgemixt haben. Und dann trage ich mir das da auf, wo ich concealen möchte. Das ist bei mir die Augeninnenwinkel, die sind immer ein bisschen gerötet. Ein bisschen an den Augenaußenwinkel. Und den Rest nehme ich dann wieder mit der Spitze meines Beauty-Schwamms auf und trage mir das auf die Augenlider auf. Ich möchte dann nicht so viel Produkt haben. Ich finde, diesen Concealer ist der beste Concealer. Beste. Der toppt auch den von Charlotte Tilbury, den ich ja wirklich sehr lange sehr geliebt habe. Der Magic Away heißt der, glaube ich. Genau. Sehr, sehr schönes Produkt. Und ich muss ihn nicht abpudern. Ganz leicht mache ich es trotzdem manchmal. Und ich habe ein neues Lieblingspuder. Das von Typology ist noch nicht mein Lieblingspuder. Das habe ich jetzt noch nicht so häufig verwendet. Aber dieses von Nui Cosmetics, das war mal in der Box drin. Und ja, die Verpackung sieht schon ein bisschen irrselig aus. Und dann liebe ich diesen Kabuki-Pinsel von Catrice. Aber ich bin noch gar nicht fertig. Was mache ich denn hier? Ich wollte ja noch ausprobieren, das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Und da wurde ich auch darum gebeten, wenn ich dann den Concealer von Typology in dieser dunklen Farbe ausprobiere und den als Bronzer-Unterlage nehme, wie das denn funktioniert. Das machen wir natürlich vorher. Und der ist, wie ihr sehen könnt, schon sehr, sehr, sehr dunkel. Sehr dunkel. Wow. Sehr dunkel. Die Tube ist sehr, sehr gut gefüllt. Da rutscht nämlich immer wieder Material nach. Das habe ich im Übrigen auch bei den anderen Concealern gehabt am Anfang. Also schon, ihr kriegt da schon eine Menge Produkt fürs Geld. Und dann... Der ist schon dunkel. Wow, ich bin mal gespannt, ob ich den eingeblendet bekomme. Schauen wir mal. Wie gesagt, der Kraft, und das ist noch nicht der dunkelste, es gab noch eine Nuance dunkler. Die Deckkraft von den Concealer ist echt der Hammer, wirklich ganz toll. Und dadurch, dass ich den normalen Concealer nicht abpudern muss, ist meine Hoffnung, dass der Creme-Concealer als Bronzer vielleicht auch einzeln funktioniert und performt und ich keinen Bronzer drüber geben muss. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Das sieht so auf jeden Fall schon mal schön und glowy aus. Aber man darf nicht viel nehmen. Ich glaube, ich habe echt schon zu viel genommen. Warte mal eben. Der Bronzer selbst, also der Concealer selbst, ist auf jeden Fall zu dunkel. Den muss ich mir auch noch anmischen. Das macht aber nichts, denn man braucht so wenig von diesen Tübchen. Ich würde da tatsächlich dann einmal so einen Teil von dem Hellen mit ins Dunkle mischen. Weil sonst ist es einfach zu dunkel. Es ist halt ein Concealer für dunkle Häutchen. Aber sonst alles in allem finde ich das tatsächlich ganz hübsch. Ich gehe hier nochmal so ein bisschen mit dem anderen Concealer drüber, einfach damit man so ein bisschen mehr
Ich mache auch, glaube ich, heute nichts auf den Augen, sondern ich lasse das einfach so. Oder gehe ich nochmal mit einem Puder drüber? Ich glaube, da ich sonst auch kein Puder unbedingt über den Concealer mache, lasse ich auch das bei dem Bronzer. Ich mache mal eben mein Make-up fertig und hole euch gleich wieder dazu. Ich habe mich entschieden, nicht abzupudern und habe jetzt wirklich nur ein bisschen Augenbrauen und Wimperntusche, sonst nichts. Achso, und natürlich Tight Lining mit dem Long Lasting Eye Pencil von Essence. Der kostet einfach nur 1 Euro und der ist so gut. Also bei mir funktioniert der, ihr seht, der stempelt nicht ab auf die untere Wasserlinie. Ihr müsst natürlich einen Moment warten und wenn ihr sehr wässrige Augen habt, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Genau, jetzt habe ich mir überlegt, jetzt haben wir so viele Produkte von Typology verwendet, dann verwenden wir auch den Highlighter, die Illuminator. Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe ihn nicht für mich bestellt, sondern er war ein Geschenk für meine liebe Freundin Claudi. Und ich wollte ihn ihr schon zum Geburtstag und zu Weihnachten schenken, der war immer ausverkauft. Ich nehme hier einen Tropfen, nehme wieder mein Beauty-Schwämmchen und jetzt habe ich es nicht gezeigt. Sobald man mit dem Schwämmchen drauf geht, löst sich dieser Tropfen auf. Ist total verrückte, schöne Textur und ich möchte heute einfach nur einen schönen glowy Look. Ich werde auch nichts auf die Augenlider auftragen. Nur ein bisschen von dem Highlighter. Ich mag das auch noch unter die Augenbrauen damit zu gehen. Ihr seht es ja. Ich finde, das macht so einen schönen frischen Blick. Das gefällt mir total gut. Und ihr kriegt damit keine Kanten, wie bei manchen anderen Highlightern. Ich überlege gerade mal, bei welchem Creme-Highlighter habe ich das denn genau? Bei dem von RMS Beauty, die Highlighter, die hinterlassen eine Kante, das mag ich nicht, das habe ich bei dem hier nicht und bei dem von den Hollywood Flawless habe ich das auch nicht, bei dem ist mal so, aber bei dem hier, ich habe einfach keine Kante, ihr seht, das sieht einfach total schön aus, ich musste auch kein Produkt drüber geben, wie gesagt, ich möchte einen schönen, natürlichen Glowy Look und wir nehmen noch ein bisschen Blush drüber und das ist von Typology, die Farbe Beige Rose. Die finde ich auch sehr schön, wie alles. Von Typology. Man braucht den nicht, der hält tatsächlich auch nicht den ganzen Tag. Der hat nicht dieselbe Konsistenz wie der Concealer. Aber auch hier wieder, es kommt einfach zu viel Produkt raus. Wenn man da einmal drauf gedrückt hat, der hört nicht auf nachzupumpen. Das ist echt eine totale Produktverschwendung, das nervt mich. Die Tupen an sich finde ich ganz cool, aber sobald man den runterdreht, ihr seht das, hier ist immer Schmörder dran. Immer. Immer. Naja, geht die Welt auch nicht von unter. Und auch hier wieder einmal mischen. Damit man nicht zu viel auf dem Schwamm hat. Und den trage ich den mit dem Pinsel auf oder mit dem Schwamm. Pinsel. Mit meinem wunderschönen, wunderbaren Letizia Lemack. T3 war auch ein Geschenk von einer Freundin. Immer wenn ich euch von Pinseln erzähle, erzähle ich euch immer, dass die Geschenke waren. Das ist schon, ja, als könnte ich mir selber keine Pinsel leisten. Und ich mag den einfach so über die, obwohl das verfälscht jetzt natürlich auch so ein bisschen das Bronzer-Ding, ne? Naja. So, ich lasse das auf den Apples und nehme das nicht so sehr mit nach oben. Und mag den total, man sieht jetzt gar keinen großen Unterschied, aber ich weiß es und ja. Den kann man auch für die Lippen nehmen, aber ich finde, der hat überhaupt gar keine Pflegewirkung. Deswegen kann man das auch lassen. So, jetzt gehe ich mal mit euch in mein Wohnzimmer, wo das Licht einfach viel, viel, viel schöner ist, weil hier die Sonne reinscheint. Und nein, ich habe keinen schönen Hautfilter drauf. So, sammel dich, sammel dich, sammel dich. Jetzt sieht alles blau aus. Warum auch immer jetzt das Licht hier so doof ist, ich verstehe es nicht. Sonst ist es eigentlich immer gut. Ich finde es schön. Ich finde es mega schön. Und ja, es ist jetzt in der Haarlinie ein bisschen zu viel. Da muss ich das nächste Mal drauf achten. Aber alles in allem ein schönes Produkt. Oder schöne Produkte von Typology.
keine bezahlte Werbung, die kennen mich nicht, ich liebe sie nur. Noch ein paar Kleinigkeiten einkaufen und ja, so sieht meine Küche aus, wenn ich sie nicht extra aufgeräumt habe. Und es ist noch etwas angekommen und zwar habe ich mir meine Lieblingsbrille nachgekauft und zwar bei Vinted. Ich finde, man kann ruhig Pre-Love kaufen, wenn die Sachen in einem guten Zustand sind. Und ich liebe diese Key Australia High-Key Mini Brille. Die sieht gar nicht so mini aus, aber die andere, die normale High-Key, die ist viel zu groß. Und ich hatte die ja schon mal, allerdings mit schwarzen Gläsern. Und die ist mir bei meinem Fahrradsturz letztes Jahr sehr verschrammt. Und jetzt habe ich sie wieder. Ich freue mich sehr. Und ich würde sagen, weil wir immer, oder ich ja immer, wenn ich etwas aus Neues kaufe, etwas aussortieren möchte, wandert dafür. Ich habe jetzt zwei. Ich weiß, ein bisschen dunkel hier. Die hatte ich ja letztes Mal schon gezeigt beim Ausmisten. Ne, hier ist keine Brille mehr drin. Ich habe nämlich noch zwei andere Sonnenbrillen. Einmal meine Fahrradsonnenbrille. Ich weiß, die ist super hässlich, aber die deckt gut die Wind ab. Und diese hier, obwohl, will ich die wirklich ausmisten? Die ist eigentlich auch ganz cool, ne? Nee. Also irgendwie, zwei Sonnenbrillen darf man ja ruhig haben. Mehr habe ich auch nicht. Nö. Gut, da habe ich jetzt einfach zu viel gequatscht. Sortiere ich nicht aus, weil gefällt mir nach wie vor. Das wäre dann ja irgendwie bescheuert. Ausmisten, wenn man was mag. Das macht keinen Sinn. Und es zieht sich draußen gerade ordentlich zu. Ich glaube, das gibt gleich noch einen Guss. Genau, also die ist angekommen. Und ich war gerade ein paar Kleinigkeiten einkaufen. Das wollte ich euch eben zeigen, weil ihr das, viele von euch das gerne sehen. Ich habe mir Bitter Lemon gekauft. Ich wollte eigentlich das Original von Schweppes haben, aber gab es nicht. Dann habe ich von Penny dieses Bitter Lemon mitgenommen. Zwei Brötchen. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für welche waren. Ich glaube Weltmeister. Dann habe ich einen Fusilli-Pasta-Salat mitgenommen. Den werde ich auch pimpen mit grünem Salat. Ich bekomme nachher Besuch und da möchte ich gerne, machen wir Sandwich-Toast. Und ich finde, da kann man ruhig einen Salat zu servieren. Dann meine Oatly Hafermilch, die ich sehr liebe. Das habe ich allerdings jetzt bei Rossmann gekauft. Genau wie meine liebste Lieblingshaarfarbe, die Garnier Ulia Samtbraun. Denn in 2 Wochen circa ist wieder dran. Dann habe ich mitgenommen diese Joghurtreiswaffeln. Die finde ich tatsächlich ganz lecker. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht das ganze Paket auf einmal wegfresse. Genauso wie bei diesen Riegeln von Nature Valley. Die hier sind ja wohl der absolute Shit. Oh mein Gott, sind die lecker. Und die hier waren reduziert, deswegen habe ich sie mitgenommen. Kurze Haltbarkeit heißt bis Ende Mai. Das sollte ich vermutlich schaffen. Achso, bei Penny habe ich sonst noch einen Camembert mitgenommen, weil er auch geschmolzen sehr lecker ist. Und bei Rossmann diese tatsächlich Creme-Palette. Face-Palette. Den Farbton fand ich sehr schön. Der Bronzer macht einen guten Eindruck und die Highlighter auch. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und die hat 9 Euro gekostet und ja, es gab halt wieder die 10%, die üblichen Rossmann 10%. Also 8,10 Euro. Genau. Alles in allem waren das dann 25 Euro, die ich ausgegeben habe. Genau, und eine Mayo habe ich noch mitgenommen. Eine Mayo. And this is it. Und das verräume ich jetzt eben. So, ich bekomme gleich Besuch. Das ist mein Outfit of the day. Genau, eine schöne Bluse, schwarze Bluse. Lieblings-Zara-Hose, Lieblings-Deichmann-Sneaker. Ich bin so langweilig. Aber ich fühle mich halt einfach wohl. Und ja, das ist einfach meine Uniform. Ich liebe Hemden, ich liebe diese Hose, ich liebe flache Schuhe. Inzwischen hin und wieder auch gerne mal etwas höher. Ja, und heute Abend gibt es Sandwich Toast. Ich freue mich. Noch eben einen Salat zusammengeworfen. Und ja, freue mich auf den Abend. Ich habe
krass Muskelkater im Bauch. In den Beinen und im Po so gar nicht. Das heißt, ich kann nächstes Mal wieder 5 Kilo mehr drauflegen. Das ist richtig cool. Aber im Bauch ist richtig heftig, was ich komisch finde, weil der Bauch ist die einzige Stelle, die bei mir eigentlich immer, also selbst wenn ich, also wenn ich krank bin, nicht, die letzten 2 Wochen habe ich da jetzt nichts gemacht, aber sonst ist das schon so ein Ritual. Also 4-5 Mal die Woche mache ich abends schon so meine 100-150 Crunches, weil ich mich dann einfach besser fühle und ich mag halt einfach, dass Teil hier Bauch alles flach ist. Natürlich wäre es cool, wenn alles andere auch straff ist, aber dafür habe ich dann doch keine Lust. Ich mag es einfach nicht. Also wenn ich nur durch Bauchtraining meine Wunschfigur erreichen könnte, mega. Aber ja, ich will mich auch nicht beschweren. Ich habe seit letzten September, wie viel waren es? Oder gar nicht September, Juni, Juli, habe ich 7 oder 8 Kilo abgenommen. Ich schwank immer so zwischen 68,5 und 69,5 Kilo. Alles gut, bin ich total fein mit und vergleicht euch nicht. Ganz, ganz wichtig, vergleicht euch nicht. Jeder Körper ist anders. Eine Freundin von mir wiegt dasselbe, ist aber viel, viel schlanker. Die hat viel schlankere Beine. Ist halt einfach total muskulös. Und ja, von daher sagt das Gewicht nichts aus. Man muss sich einfach wohlfühlen. Und ich fühle mich tatsächlich nicht unwohl, das kann ich wohl sagen. Dann habe ich so gehofft, dass meine Hasi-Mausi-Bestellung heute ankommt. Hasi-Mausi heißt H&M. Da habe ich auch was bestellt, also bei COS. Den Jumpsuit, den ich euch gezeigt habe, den habe ich auch bei H&M bestellt, weil die ja zu H&M gehören, aber wird halt separat verschickt. Und ja, H&M kommt halt mit Hermes und die Anmeldung war zwar für heute, aber dann kam wieder die Nachricht, wir schaffen es heute doch nicht. Eigentlich immer dasselbe mit Hermes leider, immer. Die war noch nie, also ich kann mich nicht erinnern, dass jemals, wenn ein Paket für einen Tag angekündigt war, dass es sich nicht um 1 bis 3 Werktage verzögert hat. Das ist manchmal ein bisschen nervig, aber gut, die Welt geht davon nicht unter. Ja, jetzt werde ich mir noch ein Käffchen, oder ich warte, bis mein Besuch da ist, weil vielleicht möchte er ja auch einen Kaffee. Und, oh, Muskelkater. Ja, freue mich auf einen schönen Abend. Es ist so warm, wir haben einfach 23 Grad draußen. 23 Grad, das ist Sommer. Sommer. Und morgen sollen die Temperaturen wieder um 5 oder 6 Grad sinken und Regen. I don't like. Später auch, wenn es dasselbe Outfit ist. Aber mir ist gerade eingefallen, dass ich euch in meinem letzten Vlog erzählt habe, dass ich euch gerne meine neuen Teile zeigen wollte, die ich bei TK Maxx geschossen habe. Und das möchte ich dann natürlich auch gerne machen, weil zuverlässig und so. So. Vernünftig hinbekommen. Steht schon mal. Und zwar habe ich mir 3 Oberteile gekauft. Ursprünglich waren es 4 bei TK Maxx, die aber nicht alle super waren. Also eins habe ich tatsächlich zurückgebracht. Ich habe einmal dieses super schöne blaue Top mit so einer, ich zeige es euch gleich angezogen, weil ich es super, super hübsch finde. Das habe ich mir geschossen für 25 Euro. Dann habe ich diese Bluse mitgenommen. Das ist so ein Flatterteilchen aus 100% Viskose. Also das fühlt sich einfach angezogen total schön an, auch wenn es für die Figur nicht unbedingt viel macht. Gar nichts, machen wir uns nichts vor. Aber es fand ich so schön von Jay-Z Sophie. Da hatte ich auch das Schild aufgehoben. 29,99, eine ganz, ganz schöne, weiche Qualität. Und dieses traumhafte Teilchen. Konnte ich auch nicht hängen lassen für 29,99. Und die Sachen zeige ich euch jetzt einmal angezogen. Outfit von gestern tatsächlich, weil warum nicht? Und ja, zum Spazierengehen muss ich mich jetzt nicht super schick machen. Heute steht nämlich gar nichts an. Sondern jetzt zeige ich euch einmal die Tops. Wir haben einmal dieses wunderschöne blaue Teil. Ich gucke mal, ob ich das noch ein bisschen besser einfangen kann, damit ihr das besser sehen könnt. Besser ist es nicht. So, das finde ich sehr, sehr, sehr schön und ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, das mit einer blauen Jeans zu tragen. Ich finde, das verdeckt so ein bisschen die Schlabberstellen. Ihr versteht, was ich meine. Und ja, die Qualität ist so schön. Das ist nicht steif, das ist schön weich. Ich finde, sehr mädchenhaft und
Auch mit einem Pencil-Skirt kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich hatte mal einen blauen Lederrock. Der wäre schön dazu gewesen, aber in dem wäre ich wahrscheinlich in mein Leben nie wieder reingekommen. Genau, das ist Teil Nummer 1. Diese wunderschöne Bluse, da habe ich mich sofort drin verliebt. Ich würde einen trägerlosen BH tragen, das habe ich jetzt nicht gewechselt. Aber ich mag auch hier wieder diese Details, diese Löcher. Also ist ja eine Spitze und auch ganz, ganz weiches Material. Sehr, sehr schön auf der Haut. Fühle ich mich auch wie ein Rockstar, kann ich mir auch tatsächlich mit einem Rock vorstellen. Aber liebe ich auch mit High-Waist-Hosen. Kann ich mir sogar gut mit einer Lederhose, Kunstlederhose natürlich, vorstellen. Aber ja, mag ich sehr, sehr gerne und fühlt sich auch sehr schön an. Da achte ich im Moment sehr drauf, dass die Sachen nicht nur hübsch aussehen, sondern sich auch gut auf der Haut anfühlen. Und jetzt zeige ich euch noch die letzte Bluse. Hier habe ich mich auch wieder total in das Material verliebt. Und ich dachte mir tatsächlich, es ist hinten ein bisschen länger als vorne. Ja, dass ihr so besser seht. Ein bisschen länger als vorne. Das finde ich sehr süß. Und die mit einer Skinny Jeans fand ich auch super schön. Auch dieser Rosé-Ton, den finde ich auch ganz toll. Ich muss mal irgendwas gucken. Nee, das passt nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja ein paar rosane Stiefeletten, aber die passen da gar nicht zu. Ist aber nicht schlimm. Die fand ich auch so schön, weil die einfach so toll vom Material ist und so schön fließt. Und ich denke da an so Menstruationsbäuchlein. Das ist dann auch immer schön, wenn man mal was hat, das man toll überdecken kann. Und ja, bin ganz verliebt. Schreibt mir mal, wie ihr die Sachen findet. Ihr könnt gerne ehrlich sein. Ich weiß, die hier macht jetzt zum Beispiel nichts für die Figur. Es steht auch nicht jeder auf Quietsche-Pink-Töne. Und das mag auch nicht jeder High-Waist. Ist mir alles bewusst. Ja, aber hier habe ich mich tatsächlich verliebt. Genau. Ja. Auf jeden Fall kein Fehlkauf. Und wie gesagt, es war noch eine Bluse dabei oder Shirt dabei von Cable & Gauche. Super tolles, auch Viskose-Material hinten mit so einem durchsichtigen Stoff. Aber das Teil war mir zu extravagant. Ich habe mir gedacht, ob du das dann wirklich auch anziehst, aber dahingestellt. Genau, also diese drei Teile sind neu eingezogen. Und ich habe im Übrigen gestern, hatte ich euch ja gezeigt, dass ich eine neue Sonnenbrille habe und dass ich nur diese eine Sonnenbrille habe, sonst noch, aber ich habe die andere wiedergefunden. Ja, nichtsdestotrotz werde ich auch die nicht ausmisten, nur die hatte ich gestern nicht gesehen und ich packe sie jetzt zu meiner anderen Sonnenbrille oder zu meinen anderen Sonnenbrillen, damit sie nicht untergeht. Und was mir immer wichtig ist, wenn ich neue Sachen kaufe, müssen dafür auch andere Sachen gehen. Und ich habe hier in meinem Schlafzimmer diese Kommode mit Oberteilen und da hinten sind meine Schals drin. Hier meine Oberteile und ich möchte für drei neue Teile auch drei Teile aussortieren. Einfach, weil ich nicht möchte, dass das hier Überhand nimmt. Genau. Und das hier sind meine langärmeligen Oberteile. Dieses Teil habe ich hier tatsächlich auch schon mal aussortiert. Ich nehme das hier mal in die Hand, dass man das vernünftig sehen kann. Dieses hier, das ist ein ganz, ganz toller, weicher, schöner Stoff, aber ich fühle mich immer wie eine Matroschka, wenn ich das trage. Also es gefällt mir irgendwie nicht. Ja, und dann finde ich es dann doch wieder mal im Sommer zu einer Jeans ganz toll. Es ist wirklich ein sehr schwieriges Top. Genau, von Chiquel bzw. Delvin. Ich weiß, es macht einfach nichts für mich. Ich weiß, auch andere Teile machen nicht unbedingt was für mich, aber hier ist wirklich alles nur so walla walla. Ich glaube, davon muss ich mich trennen. Da gibt es auch einfach viel, viel schönere Teile in meinem Kleiderschrank, die ich lieber mag. Das heißt, das ist schon mal Teil Nummer 1. Ich habe ja alles hier in so Boxen. Und ich finde dieses Boxensystem für mich so, so, so gut, weil ich einfach alles auf einen Blick habe. Und hier ist sonst nichts drin, das ich aussortieren möchte. Okay, Nummer 1. Dann habe ich mir letztes Jahr bei Taco war das, glaube ich. War das Taco? Ich
glaube Taco, diese Oberteile gekauft. Oh Gott, das riecht so gut. Diese Oberteile gekauft. Ach, mit Leinen- und Baumwollmix. Sehr, sehr schön flatterhaft. Was mich an denen so ein bisschen stört, ist, dass sie so schnell ausbleichen. Aber da kann man mit schwarzen Stofffärbegedöns immer ganz gut nachlegen. Aber das habe ich mir gekauft in Schwarz, in Weiß und ich hätte gerne ein Blau gehabt, aber habe diesen Orangeton mitgenommen. Und der macht wirklich, tut wirklich nichts für mich. Da fühle ich mich gar nicht wohl drin. Genau, deswegen sortiere ich auch das aus. Wobei es möglich ist, dass ich das hier als Schnittmuster behalte, weil ich einfach liebe, wie diese T-Shirts fallen. Ich finde die richtig gut. Ich wünschte nur, sie wäre ein bisschen länger. Und dass ich mir das dann einfach in einem ähnlichen schönen Stoff nachschneide und halt gleich ein Schnittmuster habe, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber grundsätzlich fliegt das auch schon mal raus. Dann habe ich hier sehr, sehr viele, wie ihr seht, weiße T-Shirts, schlichte schwarze. Ich glaube, das hier finde ich ja auch so witzig, Dolce & Bananas. Aber ich mag einfach diese Rundhalsausschnitte bei mir gar nicht leiden. Es sei denn, es hat wirklich was sehr Besonderes, aber das hier ist wirklich einfach ein schlichtes T-Shirt und ich glaube, das muss dann auch gehen. Und dasselbe gilt auch für dieses hier. Da steht XL drauf und guck mal, wie klein das ist. No one is like you and this is your power, own who you are. Super schönes T-Shirt, tolles Statement, aber wie gesagt, ich mag diese schlichten Rundhalsausschnitte einfach nicht. Irgendwann weiß man einfach, was man mag und was nicht. Und dann habe ich mir letztes Jahr dieses super schöne Häkel-Shirt von Zara gekauft. Super schön. Ich habe das auch letztes Jahr auf meinem Dalton-Trip angehabt. Aber da kann ich mich noch nicht trennen. Ich glaube, das muss ich einfach nur mit einer anderen Hose kombinieren. Und mal schauen, ob es mir dann wieder besser gefällt. Und dann haben wir hier noch meine Tops. Also ich habe alles unterteilt nach langärmelige Shirts, kurzärmelige Shirts und ohne Ärmel. Aber ich glaube, da kann ich jetzt so viele nicht ausmisten. So viel habe ich da tatsächlich gar nicht. Was bist du denn für ein Teil? Ich habe ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Oh, von Zara, stimmt. Ach, das war super süß angezogen. Nee, das bleibt. Das werde ich diesen Sommer auf jeden Fall wieder tragen. Dann habe ich noch dieses hier. Das wickelt man dann so um den Bauch. Also ich weiß, das sind alles sehr kurze Oberteile. Aber da ich ja hauptsächlich High-Waisted-Hosen trage, finde ich, kann man das gut anziehen. Ich glaube, das muss tatsächlich auch nochmal liegen bleiben. Dann haben wir hier Spitzentops. Weiß ich auch nicht. Also das hier, ich finde, manchmal ist das Material, sieht das einfach zu günstig aus. Es fühlt sich aber schön, schön an auf der Haut. Deswegen, ja, hier mache ich jetzt mal noch nichts. Aber hey, wir haben 3 neue Teile bekommen. Und 1, 2, 3, 4 neue Teile aus, alte Teile aussortiert, sodass die Bilanz am Ende bei mir aufgeht und damit bin ich dann happy. Genau. Also wer diese Art an Oberteilen gerne mag, oder diese wunderschönen, ich finde die wirklich toll. Wirklich toll, diese schönen Graphic Tees. Könnt ihr mich gerne anschreiben, sonst stelle ich die einfach bei Vinted ein zum in die Altkleidersammlung stopfen, ist es mir dann doch ein bisschen zu schade, weil die Sachen sind ja gut. Da ist ja nichts mit. Genau, also haben wir das auch schon wieder erledigt. Neue Klamotten und ausgemistet, alles in einem Video. Ich überlege gerade, ob es uns noch irgendwie groß was zu erzählen gibt. Ich glaube nämlich nicht. Also diese Woche ist nicht so super viel passiert. Ich freue mich tatsächlich drauf. Ich habe bald Urlaub und dann geht es auch für ein paar Tage weg. Da freue ich mich auch drauf. Ich sage noch nicht Bescheid, wann das, also jetzt noch nicht, wann das ist, aber es wird auf jeden Fall in den nächsten paar Wochen sein. Und dann werde ich natürlich auch ein bisschen von dem
Trip berichten. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei meinem Vlog. Ihr wisst ja, es passiert nicht super viel. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das immer erzähle oder immer erwähne, weil ich denke, wenn es niemanden interessieren würde, wärt ihr nicht da und würdet es euch anschauen. Und ich danke euch für eure Unterstützung, die vielen Kommentare, die ich seit meinem Video, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt mal ein bisschen auf die Bremse treten, weil es mir nicht so gut tut, dass es eben so wenig geworden ist. Die Kommentare haben deutlich zugenommen. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Ich habe auch sehr viele Nachrichten erhalten, dass Zuschauer darüber traurig sind, dass ich keine Budget-Videos mehr mache. Die werde ich ab dem nächsten Monat wieder mit aufnehmen, aber nicht auf diesem Kanal, sondern ich habe einen extra Kanal dafür gemacht. Der ist natürlich, der wird nicht so leicht gefunden. Der ist mini-pipi klein, da muss ich erstmal 2000 Stunden Watchtime, glaube ich. 2000 Stunden müssen sich Leute meine Videos angucken und 1000 Abonnenten muss ich bekommen, damit diese Videos monetarisiert werden. Aber ich habe halt einfach gemerkt, es passt nicht zu meinem Kanal. Es war wohl einfach zu viel durcheinander, weswegen halt auch viele in die Videos gar nicht mehr mit reingeschaut haben. Und ich möchte das so ein bisschen trennen. Alles, was so mit Beauty und Vlogs zu tun hat, wird weiterhin auf diesem Kanal stattfinden. Aber so Sparaktionen und Budgeting-Videos dann auf dem anderen Kanal. Den Kanal verlinke ich euch in der Infobox. Da könnt ihr gerne auch abonnieren, wenn es euch interessiert. Und ihr unterstützt mich mit jeder einzelnen Minute, die ihr meine Videos schaut. Ich habe auf dem Kanal tatsächlich bislang die Budget-Videos, die in diesem Jahr online gegangen sind, nochmal geuploadet oder re-uploadet, dass da ein bisschen Futter drauf ist und da schon mal ein paar Stunden zusammenkommen, weil es macht natürlich auch viel mehr Spaß, wenn man auch ein bisschen Zusatzeinnahmen mit dem Kanal generiert, ohne Frage. Das ist ja auch alles viel Arbeit. Also wer sagt, YouTube macht man mal eben nebenbei, ja, herzlichen Glückwunsch. Dann musst du mir unbedingt Tipps geben, wie das funktioniert bei einer Vollzeitstelle und einem Sozialleben. Kriege ich nämlich nicht mal ebenso nebenbei hin. Man muss immer sehr viel planen und schauen, dass man das noch unterbekommt. Und ja, es hat mir sehr, sehr gut getan, jetzt in diesem Monat ein bisschen auf die Videobremse zu treten und mich ein bisschen mehr um mich zu kümmern. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich darauf geachtet, dass trotzdem mindestens ein Video die Woche online geht oder zumindest mal zwischendurch eine Reel oder Short oder wie auch immer die Dinger heißen. Da werde ich auch nicht mehr schlau draus. Also ich danke euch für jeden Like, für jeden lieben Kommentar. Es tut mir unglaublich gut. Wirklich, es tut mir unglaublich gut. Es hilft meinem Kanal wieder so ein bisschen auf die Beine. Und ich freue mich über jede Unterstützung. Nur mit euch macht das Spaß, wenn man die Videos dreht und die Aufrufzahlen immer weiter zurückgehen, die Kommentare immer weniger werden, hat man irgendwann keine Lust mehr. Und ich habe halt gemerkt, die letzten Wochen, es ist einfach ein super schönes Hobby, das mir unglaublich viel Spaß macht. Nur, ja, man möchte natürlich auch für ein Hobby die Zeit nicht verschwenden. Und da habe ich einfach gesehen, halt auch durch euren tollen Support, durch eure lieben Kommentare und ja, dass es das wert ist. Und ich werde auf jeden Fall weitermachen. Ich muss mal schauen, wie ich mich aufstelle. Ich habe auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Bock auf Videos. Ich habe auch wieder ein bisschen mehr Bock auf Beauty. Und ich habe mir sogar vorgenommen, dass ich wieder das Format mit den Project 10 Pens mit aufnehme. Keine Ganzjahresprojekte mehr, das war mir zu viel. Da hatte ich irgendwann keine Lust mehr zu. Aber hin und wieder mal so ein kleines Projekt, das so 3 Monate geht, das wird demnächst wieder mit eingeschoben. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für eure Unterstützung. Lasst mir gerne einen lieben Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir ein Abo da, ein Däumchen. Das macht mich sehr glücklich. Und ansonsten sage ich Dankeschön und bis bald. Ciao, ihr Lieben. Tschüss.